So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hero Park. Wir haben gleich alle drei Kisten zur Verfügung. Wie gesagt, die mittlere habe ich aufgemacht gehabt und die nächste reingeschmissen. Und die nächste Mission ist schon, mein Dungeon ist dein Dungeon. Lasse 14 Monster von deinen Helden besiegen. Easy going. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir erstmal die Kisten auf, um einfach unser Personal zu verstärken. Nirgol. Und Esmeralda, okay, habe ich schon freigeschaltet gehabt, ne? Dann den auch noch. 2502 Goldmünzen. Lotzmack. Friedel. Unser Totengräber. Axtfried. Danke sehr, Axtfried. So, was kann man hier machen? Wir können die ja verbessern. Und den Trank mal deswegen auch noch. Alchemist verfügbar. Und den Austausch haben wir auch noch. Ist okay. Was haben wir hier? Na, kann ich nicht. Nirgol. Der alte Rüstungsschmied des Dorfes stellt leider nur leichte Rüstung her. Die sind dafür aber tadellos und werden sowohl von Magiern, Fernkämpfern als auch von Nahkämpfern immer gerne getragen. Und mehr kann ich ja mit ihm derzeit nicht machen, außer halt das zu verbessern. So, Zwerge lieben Axtfried. Seine Äxte sehen so unglaublich gut aus, dass man gar nicht glauben würde, dass sie so häufig kaputt gehen. Meister, besitzt drei Fähigkeiten und kann diese günstiger auf eine höhere Stufe bringen. Alle verkauften Produkte bringen einen Bonus auf den Verkaufspreis und hier haben wir eine Armbrust. 15%, dass der Kunde nach dem Kauf kämpfen will. Mhm. Oh, hier haben wir eine verfluchte Axt. Diese Waffe ist verflucht. 25% Chance, dass diese Waffe im Kampf zerbricht und ersetzt werden muss. Interessant auf jeden Fall. Cool, cool. So, was haben wir hier? Bringt leider auch nichts. Verbesserung, könnte ich hier den Goblin verbessern bei Esmeralda, aber ich will ich eher nicht. Ich will eher auf die Orks oder die Imps gehen. Level. Ja, Level 2 bis 4 Imp. Machen wir die Skelette, verbessern wir die. Bäm, 2 bis 4. Sehr schön. Und wir haben eine weitere Kiste. Friedel nochmal. Nochmal Esmeralda. Sehr schön. Okay, hat leider nicht mehr so viel gebracht. Aber wir können hier mit 11 Dingern auch die Skelette auf. Oh, ein Boost. Nice. 4 bis 5. Huch. Geiler Boost. Das zählt aber nur für den, ne? Ich habe hier auch noch welche. Ja, mal 1000 AP und Diamant. Und ein Skill Boost plus 2 Diamanten. Interesting. Okay, Stufe 7 erreicht. Wir haben eine Waldeule erhalten. Sie ist der Grund, warum Elfen als Baumschmuser verschrien sind. Die Natur heilt alles, aber ihr Segen ist nur für Elfen. Aha. Tüdelü, ich habe gerade mit Friedel, eurem Friedhofswärter, ein längeres Gespräch geführt. Wusstet ihr, dass seine Untoten gar keine ansteckenden Krankheiten hatten? Das habe ich geändert. Die sind jetzt höchst ansteckend. Ich besprach das doch. Eine super Gelegenheit, einen Tempel im Dorf zu bauen. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein paar Einheiten. Erstmal profitorientiert. Jetzt können wir übrigens auch 10 Einheiten in unser Dorf aufnehmen. Sehr nice. So. Oh. Da war jetzt noch mit 650 gerade. Und nochmal einloggen. Und dann ist alles wieder voll mit Zahlen der Kundschaft. So. Wir sollen einen Tempel bauen, ja. Wer Monster mit bösartigen Schadenseffekten züchtet, sollte sie auch heilen können. Hier werden Krankheiten, Knochenbrüche und Verbrennungen geheilt. Und den Seelen gibt es noch zusätzlich obendrein. Für 3000. Du kannst jedes Gebäude zusammenbauen, um mehr verschiedene Dinge herzustellen. Ah ja. Produktion starten mit der Waldeule. Was haben wir hier? Segen. 60 Gold, wow. Kann man das gleich verbessern? Kann ich nicht. Brauche ich erstmal höheres AP. Yay, okay, los geht's. Wir sind fleißig am Start, ne? Hier sind super viele Helden, die schön Schaden machen. 114 AP. Setzen wir noch ein Skelett mit drin. Machen wir gleich neue Skelette. Die guten. Ne, 4 bis 5. Lagerplätze. Ja, ist okay, ist schon fertig. Warten wir einfach mal, bis das fertig ist alles. Oh, keine Relais-Rüstung mehr. Oh, no. Okay, das kann man natürlich nicht machen.
Mach mal einen neu immer wieder. Kann ja nicht sein hier. Ein paar Äxte. Auch wieder keine Slots mehr. Wir nehmen mal, glaube ich, die Axt mit als refreshender Gegenstand. Sägen habe ich auch noch. Machen wir hier noch einen. Hast du ein paar Stäbeleins? Was? Kein Bier mehr? Doch, hast. Achso, wir haben keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Das war jetzt nicht so geil. 14 Monster von deinen Helden besiegen. Sind wir am Start. Wir lassen erstmal alles Schwache bekämpfen. Money, 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 money. Keiner will Stäbe haben. Ich habe wahrscheinlich keinen gerade mit Dings gehabt, oder? Keine mit magischer Affinität. 1150. Und hier brauchst du ein Stäbchen. Und hier will ich auch einen Stab haben. Aber ich will einen Eisstab haben. Doch, der da. Alles okay. Kämpft der noch? Nee. Müssen wir kurz warten. Na, wir müssen später nochmal alle Gebäude bauen. Ich warte erstmal, bis wir die restlichen beiden auch noch haben. Ich glaube, bis dahin habe ich genug aufzurüsten. Und dann fange ich an, alle Gebäude zweimal zu bauen. Beziehungsweise ein zweites Mal. 28 Gold hat er noch. 280. 810 hat er noch. Der ist auch nicht am Saufen. Und gleich haben wir die Quest erledigt. Sehr schön. 1700. Und nochmal zwei Bier. Ja, nehmen wir die mit. Haben wir noch genug Heiltränke? Ja, haben wir. Von denen da vor allem. Die grünen. Gut, komm, lass vermöbel noch einen. Du willst kämpfen. Let's go. Quest abgeschlossen, sehr schön. Ist das eine 5-Minuten-Kiste? Nein, eine 45-Minuten-Kiste, okay. Auf geht's zur nächsten Mission. Verkaufe 9 Rüstungen. Alles klar. Uff, eine Goldkiste. Uff. Verkaufe 17 Rüstungen. Naja, leider nicht. Normal, schwer und ultra, Alter. Heftig. Wir starten mit 9. Heißt, wir holen die ran, die Rüstungen brauchen. Lederrüstungen. Wir können jetzt halt mal alles refreshen hier. Hier will keiner was. Auch keiner. Alles voll. Ah, keine Kelche mehr. Und noch einen Goblin reinpacken, dann haben wir hier keine Schätze mehr. Was ist das? Achso, Markierer, die neu hergestellt werden sollen. Okay. Jetzt vielleicht nicht. So, noch neue Rüstungen. Verkauf 9 Rüstungen und 3 von 9. Yeah, 150 bringen die schon. Wow, nice. Sehr gut. Ja, aber vielleicht doch ein bisschen höher pokern sollen. Platz für 3 Helden. Rüstung, kämpfen. Hier unten ist aber auch 8. Hier kann ich jeweils nur 1 setzen davon. Wir haben auch 8 Gebäude. Zumindest 8 Slots. Was steht hier? Verfügbar 2, ne? Sieht auch danach aus. Als ob ich davon jeweils 2 bauen könnte. Switch mal zu dem da. Wir können hier ein weiteres Teammitglied reinsetzen, ne? Bei den Tränken. Wäre possible.
Weiß nicht, ob wir es brauchen. Also jetzt schon. Oder ob was anderes nicht sinnvoller wäre. Eigentlich müsste ich genug Rüstung gehabt haben, oder? Hm. Na, da waren wir mit 600. Hm, 5665 Gold. Zwei Skelette, machen wir mal die Dreier. Die müssen wir loswerden. Ich habe mittlerweile schon stärkere. 2 bis 4er. Badam, Quest abschließen. Wieder eine. Oh, 2 Stunden 30. Das ist eine Silber, das ist eine Bronzetruhe. 20, oh, okay, ist doch so gut. Sammle 50 Gold an Spenden für Segnungen. Dann los geht's. Wisst ihr, wir kriegen auch so eine Goldtruhe. Wir brauchen das gar nicht. Krass. Du kannst nur Helden segnen, die vor einem Tempel geheilt wurden. Vorsicht, nicht jede Rasse nimmt den Segen von jedem Priester an. Auch noch Rassisten hier, oder was? Eieieiei. Okay, das wird eine Sammelquest werden. Das wird ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich mache ich die offscreen, ohne euch. Mache ich einfach ein bisschen weiter. Ach so, das war's schon. Ah, hat sie erledigt. Verkaufe Gegenstände wert von 1000 Gold an Elfen. Ja, ich glaube tatsächlich, wir machen dann. Ja, wir brauchen gerade dann nichts mehr. Ich muss ja erstmal wieder die Kisten. Oh, was willst du haben? Was hast du für ein Bedürfnis? Ah, es steht nichts da. Ach, deine Armbrust. Doch, ich habe doch einen. Hier. Bedeutet? Check's nicht, man kann es aktivieren. Krass. 132 Gold bringen wir. Was hat der Typ gehabt hier? Alle bringen einen Bonus auf den Fall. Aber warum ist das passiv nicht aktiviert? Das finde ich ja schade. Naja, mach mal weg wieder. Ne, wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht, dass das andere haben. Gut. Ja, schwierig. Wir werden auf jeden Fall später mehr Personal einstellen müssen. Können wir das noch machen? Dann holen wir hier mal hier ganz kurz das Schwert raus. So. Und das Ding aktivieren. Hier haben wir keine Lederrüstung, haben wir noch. Ich denke mal, das sind keine Lederrüstung mehr, wenn das ein Ausrufezeichen ist, aber stimmt gar nicht. Wow, wir haben sehr viel Geld gecashed, sehr nice. Das freut mich. Oh, wir haben keine Reichtümer mehr. Oh no, warum sagt mir das denn keiner? Zweier und Dreier, die müssen alle mal weg. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben noch 9 Dingensen. Wir machen noch eine Folge. Haben eigentlich natürlich nicht die Mission, die wir machen können. Das macht nichts, wir leveln einfach weiter auf. Und schauen, was wir so machen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Hero Park. Bis dahin. Ciao, ciao.